Nochmal ein Toothpick-Video. Warum denn das? Ja, ganz einfach. Ich bin hier wieder auf dem Parkplatz wie beim ersten Mal, aber es gibt zwei entscheidende Faktoren, und zwar habe ich hier neue 3S-Lipos. Das sind die GMB 300 3S HV-Lipos, also sind nicht nur 3S, sondern sogar noch auf HV-Spannung gecharged. Und da habe ich mich ja letztes Mal hier über diese über den Empfang von dem Toothpick so ein bisschen moniert. Das war ja so ein bisschen das Einzige, was einen hier so ein bisschen gebremst hat, richtig Gas zu geben. Und auch das habe ich bekämpft. Ihr seht da vorne schon, ist eine Crossfire Race Antenne dran. Crossfire Nano hinten drin. Das geht bei dem Fullspeed AC Toothpick. Kann man das ganz einfach umbauen. Die drei Kabel vom Originalreceiver ab, an Crossfire Nano dran. Im Betaflight auf Crossfire umgestellt. Und ab geht's. Und ob das mehr Spaß macht, das probieren wir jetzt mal aus. Ich habe auch das RSSI mal eingeschaltet oder gesorgt, dass das funktioniert. Das ist ja auch bei Crossfire gar kein Problem. Kann man auch über einen Aux-Channel machen, weil ich nicht weiß, wie gut dieser kleine Race-Antenne ist. Das ist natürlich geil. Ihr seht schon, das ist natürlich jetzt mit Crossfire ja gar kein Problem, hier über den ganzen Platz zu fliegen. Und dann macht das auch so richtig Spaß. Wie mit dem 5-Inch. Geil, und ihr seht, die RSSI-Anzeige, die bewegt sich natürlich kein bisschen. Wo man ein bisschen aufpassen muss, ist der Akku, habe ich schon festgestellt. Weil das bei diesen GMBs, das ist da genauso wie bei vielen sehr hochwertigen Akkus, dass ihr eine sehr lange Zeit eine sehr hohe Spannung habt. Und auf einmal sagt er dann Tschüss Marie. Und das ist bei dem GMB hier ist echt extrem. Ich habe das schon gehabt in den Testflügen, dann ist der nach 3 Minuten einfach, fällt er einfach aus dem Himmel. Wirklich von den 11 Volt, die man da oben jetzt noch sieht. Auf 6 und dann ist sofort Schiss natürlich. Ich finde übrigens auch mit 3S klingt der auch gleich noch ein bisschen beefiger hier. Aber ihr seht, er hat auch bis zum Ende hier noch erhebliche Performance. Ist gar kein Thema, den hier rauszupuschen und Leute rauszupuschen. So, aber nach 3 Minuten Flugzeit muss man mal beenden hier. Nicht in die Pfütze. Ja, also ihr seht, sehr geil. Macht richtig Spaß mit der Kiste hier. Einen habe ich noch, den brenne ich ja noch weg. Achso, letztes Mal bin ich übrigens gefragt worden, wie ich den Akku da befestige. Das ist hier so ein Wrap-Strap, heißen die. Das ist eigentlich, kennt man das, um Pflanzen zusammenzubinden.
das originale Ding, was da mit dabei ist, das weiß ich nicht, wie das funktioniert. Ich habe da noch so ein bisschen Fasttape drunter geklebt. Übrigens ein bisschen windig, windiger als letztes Mal, aber spätestens bei 3S stört das gar nicht mehr. Ist gar kein Thema mehr. Ja. Merkt man natürlich, sobald man etwas aggressiver fliegt, ist die Batterie natürlich auch früher am Ende, ganz normal. So kennt man das ja auch von allen anderen Quads. Die Motoren sind überhaupt nicht warm, die Batterie ist wieder so ein bisschen warm. Also man kann sagen, mit 3S macht der noch ein bisschen mehr Spaß, wenn man bei 2S so gesagt hat, ja, man kann da so ein bisschen floaty mitfliegen, wie mit einem 5-Inch, kann man sagen, bei 3S kann man ihn richtig durch die Gegend pfeffern, wie ein 5-Inch, ich finde es richtig geil. Crossfire-Update, absolut mandatory, meines Erachtens nach, weil ganz ehrlich, was willst du mit so einem Ding mit 20 Meter Reichweite, ich habe das selber gesehen, dieser Receiver, den Fullspeed da einbaut, der ist einfach für den Arsch, der hält keine 10 Meter. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, wenn man hier ein XM Plus einbauen würde oder was. Ich denke mal, dann wäre die Reichweite ein bisschen besser. Wobei, da hast du wieder das Problem, wohin mit den ganzen Antennen. Überall Carbon hier, ne? Das stört dann natürlich auch wieder. Hier diese kleine Crossfire-Antenne, die ist perfekt dafür. Mit so einem kleinen Schaumstoffabstandshalter habe ich die da montiert. Das ist alles mit dabei bei der Antenne. Und dann läuft das. Also, ich finde es geil, wenn ihr den habt, besorgt euch auf jeden Fall schöne 3S-Lipos. Diese GNB 300 hier kann ich nur empfehlen. 2,5 Minuten harte Attacke, 3 Minuten Medium-Attacke. Ja, Toothpick auf 3S. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.